Ja. Weil wir halt kein Gold haben. Okay, aber das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Ich hätte eigentlich ganz gerne noch so ein, zwei Schaufeln mehr dabei gehabt, aber wir hätten weder Essen noch Fackeln wegnehmen können. Das, ja. I knew all these paths once. Now they are as twisted as my own ambitions. Das ist eine doofe Karte. Gucken wir mal. Oh, bye bye. Ich werde nicht jetzt schon die erste Schaufel verbraten, nur um da einen Raum aufzudecken. Oh, das ist gut. Gleich eine Fackel. Mach du mal auf. Komm schon, Rubin, 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 Rubin. Okay. Noch hält sich zwei ganz gut. Also normalerweise, wenn Hell zu niedrig sind für eine Mission, dann tickt ja immer zwischendurch deren Stressmeter auch hoch. Bisher sieht das aber okay aus. So, und jetzt Überraschung. Leer, okay. Das ist auch okay. Falle. So, Blight hätten wir jetzt schon mal 6 Punkte. Das heißt, ich teste... Was? Used to cure diseases and maladies. Ja. Komisches, negatives Geräusch. Geht das nur um Kampf? Okay. Bei dir brauchten wir Bandagen, die wir nicht haben. Mach du mal, du bist eh schon so bandagiert. Ja, 500 Gold. Guter Anfang. Oh, Licht. Stopp, 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 stopp. So. Wieder nix. Das war ein Lecht-Lama-Scouting-Versuch. Und schon was essen. Ja, hier, nimm. Ah, ich habe ein ungutes Gefühl. Die letzte Mission hat echt ein wenig traumatisiert. 50 Gold, ja. Toll. Okay, wir warten kurz. Ne, stürmen wir rein. Auch nix. Gut, wir gucken wieder hier hin. Wenn da keine Mauer ist, gehen wir bis zu dem Raum durch. Wenn da eine Mauer ist, drehen wir wieder um, weil ich hoffe, dass dann die Räume hier und die Räume hier reichen, um die beiden Räume auszugleichen, um die 90% zu bekommen. Keine Mauer, keine Mauer. Keine Mauer, keine... Oh, hallo. Keine Tollwut, keine Tollwut. Blutung ist so lala, okay. Oh. Also er hat getroffen, aber der Hund ist ausgewichen. Wow. 11 Schaden, ernsthaft? Haben die irgendwas an der Schwierigkeit gedreht? Das kommt mir gerade alles ein Ticken härter vor. So, du machst bitte eine Single-Target-Heilung auf dich. Genau. So, dann machst du bitte das. Dann machst du beiden tot. Oh, das wäre schick gewesen. Wahrscheinlich zu schick, hä? Schon 12 Blutungsschaden? Also ich denke jetzt in höheren Dungeons, wahrscheinlich gerade auch in den 5er Dungeons später, macht es echt Sinn, die Bandagen und so weiter auch mitzunehmen. Weil 12 Schaden, ne? Das ist nicht so ohne. Trifft nicht. Mach kaputt. Ja, sehr gut. Give them no quarter. Confidence surges as the enemy crumbles. Diesmal ist 2 der Fokus. Das heißt, 2 wird überleben, irgendjemand anders auch und 2 werden sterben. Du Heil 2. Er kriegt jetzt nämlich schon 9. 21 Schaden kriegt er schon. Und so viel Leben hat er gar nicht. Schütz dich mal. Den Fehler hat Gerugon nämlich gemacht. Er hat sich nicht geschützt. So, du Blutung. Blutungsschutz ist 45%. Das sollte okay sein. Du. Stopp. So, Problem. Er kippt gleich um. Take. 6 Schaden, 8 Schaden macht 14 Schaden, er hat 13 Lebenspunkte.
Das heißt, du müsstest zweimal essen. Sogar mehr, ne? Mist, nochmal. 8 plus 6 und 14. 13, dann müsstest du zweimal essen, damit er im Positiven ist. Dann können wir aber nur noch zweimal rasten. Ach, schön. Und dann läuft er rum mit einem Lebenspunkt. Das ist für jeden Kampf bestimmt eine sehr schöne Ausgangslage. Gucken wir mal, ob da was zu essen drin ist. Zoophobia. Du hast jetzt Angst vor Bestien? Ja. Oh, einer reicht, okay. Vielleicht finden wir jetzt hier irgendwo nochmal ein Essen, das wäre toll. Au. Nix. Okay, wir können wieder zurück. Au. Drei Lebenspunkte. Warum drei? Habe ich mich verzählt? Nein! Man hätte ja das eine Essen gar nicht essen müssen. Spuck's wieder aus! Okay, jetzt gehen wir einen Weg hoch und dann den anderen Weg hoch. Also werden wir sehr lange unterwegs sein, also auch öfters essen müssen. Gut, dass es dich getroffen hat. Fackel. Nicht du öffnest die Sachen, du. Essen, essen, essen. Oh, okay. Gold. So, okay. Und wir müssen nur noch einmal schlafen eigentlich. Also richtig Kampf. Genau. Kampf und noch ein Kampf und... Oh. Ich denke, diese Mission werden wir abbrechen müssen. Eventuell sollte sie jetzt schon abbrechen. Also ja, wir verlieren dann 3000 Gold oder was für Ressourcen. Aber wir kriegen ja auch schon 2250 wieder rein. Aber ich will nicht, dass jetzt noch wieder jemand stirbt. Das ist ein bisschen viel in letzter Zeit. Aber das bedeutet, wir müssen ja immer wieder neue Leute ausbilden. Gut, gucken wir, wie der erste Kampf läuft. Vielleicht schaffen wir es ja auch, zwei ein bisschen hochzuheilen. Oder wir finden irgendwas Tolles an Loot. Naja. Davon haben... Oh Gott. Du kannst ihn auf einer zweiten Reihe ausmachen? Ja. Dann mach mal ein... Kannst du deinen auch von hinten machen? Nein, Mist. Also die Idee war, dass Crestus ein Duelist Advanced macht, damit er sich vor zwei stellt, damit zwei hinten ist und nicht so häufig getroffen wird. Was aber recht irrelevant ist, weil die können auch hinten treffen, alle. Also, aber ich denke trotzdem, dass die vorderen beiden öfters getroffen werden. Problem ist dann nur, dass dann zwei nichts machen kann, außer die Lanze. Und mit der schiebt er sich wieder nach vorne. Die beiden könnten immer hin und her tauschen. Aber was bringt das? Nicht wirklich viel. Mach lieber Schaden an den beiden da. Glück gehabt. Soweit noch okay. Soweit noch okay. Sehr gut. Nee, warum auf... Ja, genau. Ja, was machst du jetzt wohl? Du heilst. Ja, du... Das Schützen bringt ihm nun leider nichts. Also erste Reaktion ist Schutzzauber. Aber 20% Schutz bringt nichts, weil er muss nur einen Schadenspunkt bekommen. Dann ist er immer gleich wieder kaputt. Also versuch lieber... Ja, hau lieber einfach. So, du machst wieder Schaden. Knapp, aber okay. Du haust. Nein. Oh. Wer zwei jetzt zuerst dran gewesen, wäre tot. Wegen Gift da. So, heil ging an. Jetzt ist zwei dran. Und bringt hoffentlich einen um. Damit trifft er wahrscheinlich. Ja, kaputt.
dissuade the sharpened blade. Du bist ein Arschloch. Du bist ein Riesen. Und gestunt, okay. Ich darf ihn jetzt nicht töten. Wenn ich ihn jetzt töte, ist 2 auf jeden Fall tot, weil dann 3 Runden lang den Wurf gegen die Todestür machen muss. Das heißt, ich muss ihn jetzt am Leben halten, dann muss er geheilt werden und dann muss Fullop ihn töten. Das wäre die Reihenfolge. Ja. Okay. Sehr gut. Dann tötest du ihn jetzt und er ist nicht dran und das geht auf. Das hat er noch 3 über. Okay, mach tot. Alter Schwede. Ja, da kommt gleich der nächste Kampfraum. Ich sehe das nicht wirklich gut enden. Und ich würde den Helden ungern verlieren. Weil schon so viele verloren haben in letzter Zeit. Ich denke, ich fliehe jetzt. Also ich könnte kampieren, das ist richtig. Beim Kampieren haben wir ja auch Heileffekte. Erstmal machen wir Licht. Also, ich denke nicht, dass ich die Mission abschließen kann. Deswegen gehe ich jetzt rückwärts bis zu dem Raum da. Kampiere da, um möglichst viele Heileffekte auf ihn zu bekommen. Benutze auch alles Essen, was wir haben, um möglichst gut zu kampieren. Und dann machen wir vielleicht noch einen Raum, um noch ein bisschen Loot zu bekommen, um unsere Kosten auszugleichen. Weil die beiden müssen ja auch wieder entstresst werden, zum Beispiel. Jo. Das ist, glaube ich, die beste Sache, die wir jetzt machen können. Schlafen. So. Also, wir wollen... Naja, Moment mal. Wir könnten jetzt auch entstressen und fliehen. Dann sparen wir uns das Gold für das Entstressen im Dorf. Reduce Stress bei 20. Das ist super. Was hast du noch? Achso, genau. Dass alle Stress wegkommen. Mach mal. Also alle außer dir. Gut, also er ist stressfrei. Den könnten wir um 20% heilen. Hast du noch irgendwas Tolles? Kannst auch Stress reduzieren. Dann reduziere bitte Stress bei... Also du könntest 10 runterbringen. Du könntest 10 runterbringen. Wären 20 weniger. Sind immer noch 40. Ist immer noch ein bisschen viel. Aber ist ein Anfang. Okay, Antistress da. Antistress da. Heilung. Sehr gut. Das sieht schon viel besser aus jetzt. Du könntest auch heilen, aber du wirst dich nicht selber heilen können, richtig? Richtig. Mach das weg.